Was man mit irdischen Kräften bisher nicht schaffte, soll das neue Maskottchen King Rainy schaffen. Nämlich das Killer-Duo Jimmy Hoffa und Stefan Meyerhofer sowie deren Einfädler Steffen Hoffmann in Schach zu halten. Na, Rezept eigentlich. Das sind drei unglaublich gute Spieler. Die haben immer eine Option, einen langen Ball zu spielen auf dem Meyerhofer. Der Jimmy Hoffa ist unglaublich schnell. Aber heute mit dem QM sehr gut gespielt hinten und im Hoffmann wollte man ein bisschen ausdecken. Ist nicht so einfach. Zumindest gegen Jimmy Hoffa wirkt das Maskottchen. Er geht gegen Altach zum ersten Mal leer aus. Bereits nach 80 Sekunden dieser Lattenknaller. Aber auch Hoffers rechter Fuß ist verhext. Dank King Rainy. Die Blockade wirkt auch in Hälfte 2. Und auch Stefan Meyerhofer tut sich diesmal gegen die Altacher viel schwerer. Das war Kampf von der ersten bis zur letzten Minute und Altach hat ja alles gegeben und ich glaube, die haben auch jetzt verdient einen Punkt gemacht. Wir haben zweite Halbzeit eigentlich, wir haben vielleicht zwei, drei Chancen vorgefunden, aber eigentlich hat uns Altach die ganze Zeit gepresst und hinten reingedrückt und schwer gegen so eine Mannschaft zu spielen. Meyerhofer hat nur eine reelle Torchance in 90 Minuten, die nützt er aber zu seinem 22. Saisontor. Direkt vorausgegangen war dem 0:1 diese Riesenchance von Thomas Jun. Und dann der schnelle Rapid-Konter über Steffen Hoffmann, Boskovic und eben Meyerhofer. Mit seinem 8. Saisontreffer gegen Altach gespielt sind 36 Minuten. Das war aber nicht die einzige schwache Minute von King Rainy. Bei den Offensivbemühungen der Altacher blieb sein Einfluss zunächst sehr bescheiden. Koch gegen Helge Peier, dann Se Elias gegen Peier und Alexander Guem mit der nächsten Möglichkeit. Ich glaube, beide Trainer haben heute wieder ein paar graue Haare mehr gekriegt. Denn es waren hüben und drüben Chancen. Die, was du natürlich als Trainer nicht gern siehst und natürlich, das geht ein bisschen auf die Nerven. Das, was Peter Packold nicht so gerne sah, war der Abschluss des schönsten Rapid-Angriffs. Jimmy Hoffer sorgt für die grauen Haare beim Trainer. Und auch Branko Boskovic strapaziert die Nerven seines Trainers. Die letzten 20 Minuten dominiert Altach. Peter Worischek, der X-Rapidler. Und auch Kai Šopić scheitert an Helge Peier. 7 Minuten vor Ende dann doch noch der verdiente Ausgleich für die Altacher. Stefan Kling mit seinem ersten Saisontor zum 1:1 Endstand. Heute waren wir, denke ich, sehr präsent und heute haben wir unsere Dresden wirklich mit Stolz präsentiert. Das ist ein wichtiger Punkt für die Moral. Wir haben gesehen, wir können mit Rapid mithalten, wir können eigentlich mit jedem Gegner mithalten. Nur müssen wir es in die Köpfe bekommen. Wir sind nicht schlechter wie andere und das müssen wir jetzt auch auswärts in Kärnten beweisen. Und auch King Rainy ist mit sich und der Mannschaft sichtlich zufrieden. Manchmal zählt ein Unentschieden eben wie ein Sieg. Werden wir den King Rainy im nächsten Jahr auch in der höchsten Spielklasse sehen? Ist schon jetzt sowas, dass Mattersburg und Altach Punkte gleich sind? Ja, also ich hätte eigentlich gedacht, dass die Altacher wirklich die besseren Karten haben bis vorige Woche zu diesem Spiel, wo die Mattersburger im direkten Duell gewonnen haben. Und auch die Leistung der Mattersburger gestern in Salzburg zeigt schon, dass die Mannschaft intakt ist. Also das wird wirklich verdammt knapp. Und die Auslosung ist für beide nicht so einfach. Es wird ein bisschen eine Nervengeschichte auch, denke ich. Der Abstiegskampf ist enorm spannend, ja. Leider. Der Kampf um den Titel nicht mehr. Salzburg jetzt 10 Punkte vor Rapid. Also das ist mehr oder weniger gegessen. Warum der Titel heuer an Salzburg und nicht an Rapid? Was hat schlussendlich für Sie, wenn man sich die ganze Saison ansieht, jetzt einmal den Ausschlag für Salzburg gegeben? Ich glaube doch, der Kader der Salzburger ist größer und ist besser bestückt in der Breite. Nicht unbedingt bei den ersten 11 Spielern, aber doch, was dann hinten nachkommt, bis zu 25 bei Salzburg sind erfahrene Spieler dabei.
Da hat Rapid ein bisschen weniger. Und auch der Glücksfaktor war, denke ich, nicht ganz so bei Rapid, wie es letztes Jahr im Frühjahr war. Wenn man so einen Lauf haben will, wie es Rapid voriges Jahr gehabt hat, dann braucht man ganz einfach auch ein bisschen Glück. Aber ich glaube auch, die Rapidler spielen eine tolle Saison, haben attraktiven Fußball gespielt mit den beiden Spitzen. Das ist eine Freude, die beide zu sehen. Und auf der anderen Seite ist eben Marc Janko, der nahezu alles getroffen hat, was er am Bein gehabt hat, möchte ich schon fast sagen.